Hallo Freunde! Leider gibt es auf der Welt viele grausame Menschen. Einer von ihnen hat diesen freundlichen Kater mit Säure übergossen und ihn zum Sterben auf der Straße zurückgelassen. Glücklicherweise gibt es aber auch mehr gute Menschen auf der Welt. Der Kater wurde gefunden, gerettet und bekam ein neues Leben geschenkt. Dank ihnen hat Tommy wieder gelernt, Menschen zu vertrauen. Dieser Kater wurde auf der Straße geboren und aufgezogen, aber er träumte von menschlicher Zuneigung und einem eigenen Zuhause. Stattdessen hat ein Bösewicht den lieben Kater mit Säure übergossen. Nach einigen Tagen des Leidens kam der Kater zu Menschen, um Hilfe zu suchen. Eine gutherzige Frau fand das leidende Tier vor ihrer Tür und brachte es sofort zum Tierarzt. Doch das Leiden des Tieres war noch nicht zu Ende. Ein inkompetenter Tierarzt gab dem Kater lediglich Antibiotika und riet ihr, ihn einzuschläfern. Zum Glück gab die hartnäckige Retterin nicht auf und wandte sich an ein Tierhilfezentrum, das Tiere mit unheilbaren Krankheiten und ältere Tiere aufnimmt. Tommy verbrachte mehr als einen Monat mit Antibiotika und Schmerzmitteln, und dem Tier wurden auch regelmäßig spezielle Verbände angelegt, um die Heilung der Wunden zu beschleunigen. Nach all den Prüfungen, die ihm widerfahren sind, ist dieser Kater freundlich und liebevoll geblieben. Obwohl er ein Auge verloren hat, konnte er schließlich zu einem erfüllten Leben zurückkehren. Jetzt lebt er in einem Tierheim. Wie er es sich erträumt hatte, hat er ein Dach über dem Kopf gefunden und sieht von Menschen nur Gutes. Danke fürs Zuschauen, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!